Herzlich willkommen zu einer neuen Ni No Kuni Folge. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. So, und wir sind immer noch in der Glitzergrotte und müssen noch, ich glaube, 4 Spektralsteine sammeln. Ich bin mir gerade nicht sicher, wir gucken gleich mal nach. Also Trolltränen haben wir einen Haufen und nur einen Stein, toll. So, also müssen wir noch 4 sammeln. Oha, was gibt's denn da oben? Da läuft doch jemand rum. Müssen wir uns mal ansehen. Naja, ist aber kein Schnarchdrache. Egal. Können wir ihn einfach so umhauen. Macht auch nichts. So. Gute Nachrichten an alle, die ein bisschen zu kurz gekommen sind im Moment. Und zwar, ab heute kann ich wieder normal aufnehmen. Ich habe The Last of Us fertig. Kleiner Spoiler dahingehend, es werden 60 Folgen von der Story her. Auf ungefähr 15 Minuten, sprich ich habe ungefähr 15 Stunden gebraucht. Und ich denke, das ist heutzutage für einen Action-Adventure schon ein ganz guter Wert. Also auf jeden Fall. Grundsätzlich kann ich nur sagen, spielt selber auch. Kann es nur empfehlen. Sehr tolles Spiel. Macht irre viel Spaß und lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr volljährig seid und die Möglichkeit habt, schaut es euch an, spielt es an, guckt euch vielleicht auch das Let's Play vorher an. Je nachdem, es ist sehr gut, es macht sehr viel Spaß. Kampfsystem ist super. So, aber genug des Lobes. Worum es mir ging, ist, kann wieder normal aufgenommen werden. Also, die Wochenfolgen kommen wieder auch jetzt ganz normal. Das ist alles wieder im Lot. Weil die Sache ist auch die, okay, ich meine, ich kann das ja manchmal nachvollziehen, wenn dann manches andere Let's Play ein bisschen zu kurz kommt. Aber andererseits bitte ich da auch etwas um Nachsicht, weil ich muss sagen, The Last of Us war für mich eins der besten Spiele bisher überhaupt, diese Saison sozusagen. Ja. Ich konnte es einfach nicht weglegen in dem Sinne. Und ich denke, das ist ja auch irgendwo eine gute Sache letztendlich. So. Machen wir alle mal um. Ich weiß nicht, was gefährlicher in der Eishöhle ist. Wasser oder Feuer? Weil wenn man sich überlegt, wenn man jetzt jemanden mit Wasser vollspritzt, dann müsste er ja eigentlich fast gefrieren sofort. Und kann da demnach sich nicht mehr bewegen. Oder er friert vielleicht. Feuer ist halt knallheiß und das ist halt ein Temperaturschock. Aber andererseits kann es ja auch wieder Vorteil für denjenigen sein, wenn er vorher eben in so gefrierfrostet war. Also, keine Ahnung, was habt ihr da für eine Meinung dazu? Müssen wir wieder warten, bis die Pennerdrachen kommen, ey. Ja, ja, so ist das. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Ding bin ich nicht so überzeugt. Also, hier. Zaubern hin oder her, so toll ist das nicht. Ich meine, okay, Blink Blink ist auch nicht so der Bringer jetzt, was den Damage angeht, aber Blink, also hier Link, der ist nochmal eine Ecke schlechter, muss ich sagen. Wieder nur ein Trafilla. So, genau, das passt. Drauf, 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 das ist gut. Weiter. Je, alle umgehauen. Oder? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, muss ich sagen. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich muss irgendwie schaffen, alles durchzurendern und hochzuladen. Im Moment ist der PC, ich glaube, seit Donnerstag oder was, nicht mehr ausgewiesen. Also, das ist noch ein großer Aufwand, trotz allem. So. Das passt. Auch gut. Na? Was soll das? Warum kommt hier keiner?
Party ist noch nicht vorbei. Ja, man muss immer ein Stück weit weggegangen sein, sonst respawnen die nicht. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ah, oh, schon wieder keiner. Schade. Ja, was soll's. Was soll's. Okay, okay, das passt. Ich habe jetzt auch die letzten Tage auch ein bisschen drüber nachgedacht, warum mir... Oder was mir bei vielen JRPGs im Moment ein bisschen fehlt. Okay, wenn wir jetzt Final Fantasy außen vor lassen. Bei Final Fantasy ist ja eher so, dass das tatsächlich eher jugendliche Themen sind. Aber was mich bei Ni no Kuni doch ein bisschen stört, ist, dass es hauptsächlich wirklich eher kindgerecht ist. Auch von der Handlung her. So eine, ja, kindliche Vorstellungswelt halt letztendlich darstellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in letzter Zeit nach Skyrim und Co. und vor allen Dingen auch Mass Effect und hast du nicht gesehen und Pipapo, sind mir westliche Rollenspiele mittlerweile sogar lieber, wobei man das auch nur bedingt sagen kann. Denn zum Beispiel Dragon's Dogma finde ich zum Beispiel grandios. Und das ist ja von Capcom, sprich eher ein japanisches Spiel oder Japan zuzuordnen. Ist für mich, hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun. Ich finde so erwachsene, ein bisschen dunklere Geschichten viel interessanter, viel spannender. Vor allen Dingen habe ich da auch irgendwie mittlerweile mehr Bezug dazu, finde ich. Ich meine, ich kann das hier genießen und alles, aber storymäßig haut es mich nicht wirklich vom Hocker. Und gerade vor allen Dingen, wenn man jetzt Dragon's Dogma zum Beispiel nimmt, ich finde das mit den Companions ganz gut gemacht, also mit den Party-Mitgliedern, die alles kommentieren, Geschichte, noch Background-Infos zu den Quests und so weiter geben. Dagegen sind die Kollegen hier ja relativ stumm, muss ich sagen. Stumm und wenig hilfsbereit. Das ist eine ganz, ganz schade und eine ganz, ganz traurige Angelegenheit, sagen wir es mal so. Hätte das lieber, wenn das anders wäre. Mehr Interaktion einfach. Ich meine, Ni no Kuni ist genau das, was es ist. Oldschool. Und das richtig gut. Aber ich wünsche mir von neuen Japano-Rollenspielen einfach noch einen ganzen Tick mehr. Mehr Interaktion, mehr Atmosphäre noch. Weniger diese steife Muster. Da hinten ist der eine wieder aufgetaucht, der andere ist gar nicht erst gespawnt hier vorne, warum auch immer. Okay, machen wir kaputt. Komm, Blitzblatt. Wird gekämpft. Na toll, einen Schneesturm kriegen wir ab. Können wir nichts gegen machen. Na, auf. Na, ah, den kriegst du auch noch rum. Jawohl. Eine linke und erst Geschichte. Das kennen wir ja schon. Wichtige Glocke. So, weiter, 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 weiter. Okay, das passt. Okay, sind die ja auch wieder respawned. Den können wir uns gleich mal kassieren. Die Watschelente. So. Haben wir ihn auch erwischt? Ich habe auf D-Max habe ich jetzt was gesehen. Letztens. Und zwar nennt sich das The Colony. Und es ist wohl ein amerikanisches Reality-Experiment gewesen. Ich glaube, das wird gar nicht mehr weiter fortgeführt. Und zwar geht es darum, in einer von einer Seuche befallenen
Welt zu überleben und eine neue Gesellschaft aufzubauen irgendwie. Und zwar wurden da eine Gruppe, ich glaube aus, lass mich nicht lügen, 6 bis 8 Personen oder was ausgesetzt. In diesem fiktiven Szenario, dass die Welt von einer Grippewelle irgendwie infiziert worden ist. Und die müssen dort überleben. Die wurden ausgesetzt, ich glaube, in New Orleans. Da ist ja nach Katrina noch nicht alles perfekt aufgebaut gewesen. Und zwar dort in so einem zerstörten Gebiet. Und dann sollten die halt gucken, was sie machen, so wie sie das Leben gestalten können, wie sie überleben. Sie mussten halt wirklich gucken, dass sie selber Strom produzieren und den ganzen Kram. Und aber was ich halt krass finde, ist an der ganzen Sache, die wurden dann da auch wirklich angegriffen von anderen Leuten. Natürlich sind das im Grunde genommen ja Statisten, die eingestellt worden sind dafür. Aber da ging es schon zur Sache. Also da haben sich die Leute schon blutig geschlagen und so. Und ich muss sagen, wie geht denn sowas, dass sowas im Fernsehen dann als Experiment dann kommt? Also ernst gemeint jetzt. Wie kann das sein, dass da die Leute sich dann vor allen Dingen so drauf einlassen auf die Situation, dass sie da wirklich mitfiebern und wirklich denken, okay, es geht jetzt ums Überleben für uns. Das ist ja wie ein bisschen eine Big Brother, nur wie in echt so. Keine Ahnung. Vor allen Dingen gibt es da Entführungen, Psychostress, wie gesagt, die werden verprügelt und hast du nicht gesehen. Die Sachen werden denen geklaut und keine Ahnung, also das ist schon der Hammer. Also wenn nicht alles wirklich nur gestellt ist für die Kamera, das dürfen wir nicht vergessen, das könnte ja tatsächlich so sein, dass es alles nur gestellt ist. Aber keine Ahnung hier. Das ist schon heftig. Muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal an, wenn ihr euch für sowas interessiert, so Endzeit, bla bla und so, ist es ganz spannend. Ist ja so irgendwie so ein großes Thema im Moment, so Überleben und so einen ganzen Kram. Auf National Geographic gab es auch eine ganz tolle Sendung, oder gibt es glaube ich sogar noch, die heißt Preppers. Preppers kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Amerikaner sind verrückt, sage ich nur. Und zwar, das ist aber real. In Amerika gibt es so einen Trend, der nennt sich Preppen. Kommt von Preparation, also Vorbereitung. Worauf bereiten sie sich vor? Auf den Weltuntergang. Ja, ist geil, ne? Gibt es ganz verschiedene Szenarien, die sie haben. Die eine denkt, das wird irgendwann so heiß, dass du stirbst. Die anderen denken, Finanzkollaps ist ein ganz begehrtes Thema. Ölkrise, Krieg, alles. Die Regierung übernimmt die Macht. Das ist etwas, was ich in Amerika überhaupt nicht verstehen kann. Keine Ahnung, irgendwie so. Ich meine, die Regierung hat ja eigentlich die Macht, aber sei mal dahingestellt jetzt. Das ist eine große Angst, dass die Regierung einfach die Macht übernimmt. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Jedenfalls, die, und dann wird dann halt gezeigt, ne, was die für Vorbereitungen treffen, was die so alles einlagern und so weiter und so fort, wie sie sich selber schützen wollen, was sie so für Fluchtrouten geplant haben, wenn sie woanders hin wollen und so weiter und so fort. Wie sie sich denn zukünftig versorgen und hast du nicht gesehen. Und dann wird das Ganze auch noch bewertet von sogenannten Experten. Und ich denke mir manchmal dann, wie kann das denn sein, dass da Leute wirklich, die sagen dann teilweise, sie mindestens 5 oder mehr Stunden am Tag wird dann nur fürs Preppen eingerichtet, sprich Sachen einkochen und hast du nicht gesehen. Also das ist schon eine heftige Sache. Also vor allen Dingen tun die auch Unmengen von Geld da in Technik und in Vorräte und so weiter reinstecken. Was können wir denn da? Wachmacher? Nee, sowas brauchen wir nicht. Die teilweise arme Schweine und so, die dann wirklich ihr letztes Geld da reinpfeffern oder im LKW hausen und so ein Schwachsinn. Also keine Ahnung, ey. Das ist was mir absolut über den Kopf geht, das verstehe ich gar nicht, aber es ist lustig anzugucken. Ein bisschen traurig ist es ja schon, weil die Leute haben ja reale Ängste letztendlich, weshalb sie da anfangen zu preppen, aber es ist einfach nur bekloppt irgendwie. Könntet ihr euch sowas vorstellen, so zu preppen, euch auf den Weltuntergang vorzubereiten? Glaubt ihr an den Weltuntergang? Kann der kommen, nur weil Griechenland irgendwo irgendwie kollapsmäßig unterwegs war? Oder selbst wenn Deutschland irgendwie finanziell untergehen würde, ist das dann der Weltuntergang? Muss man davor Angst haben? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus, ehrlich gesagt.
meine, das wird wahrscheinlich schlimm, aber wirklich, dass es so krass ist, dass man dann Gewehre braucht und so ein Kram? Keine Ahnung, ey. Vor allen Dingen will ich nicht in einer Welt leben oder in einem Land, wo jeder ein Gewehr hat, wenn die Welt untergegangen ist, weil dann bist du ja so oder so im Eimer. Also, keine Ahnung hier. Wen hindert es denn, ein Gewehr zu benutzen? Niemand. Also von daher. So, wie dem auch sei mit den düsteren Gedanken. Ich bedanke mich natürlich am Ende der Folge, wo wir jetzt angekommen sind, für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.